Einen Tag nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen an einem polnisch-belarussischen Grenzübergang besucht die Menschenrechtskommissarin des Europarats Dunja Mijatovic Polen. Dabei betont die EU-Politikerin, dass die Ereignisse im Grenzgebiet kein spezifisch polnisches Problem seien. Es ist ein europäisches Problem und um es zu lösen, müssen wir Verantwortung und Solidarität zeigen, aber dafür müssen wir alle die Möglichkeit haben, dies zu tun. Am Dienstag setzten polnische Sicherheitskräfte Tränengas und Wasserwerfer gegen Flüchtlinge ein, nachdem sie aus deren Reihen mit Steinen beworfen worden waren. Aus Belarus kommt Kritik an dem Vorgehen. Der Beschuss von unbewaffneten Menschen auf belarussischer Seite mit Blendgranaten ist ein eklatanter Verstoß gegen internationale Normen, einschließlich der Rechte von Migranten, die Asyl suchen. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, absichtlich Flüchtlinge ins Grenzgebiet zur EU zu schleusen, um sich für frühere Sanktionsbeschlüsse der Europäischen Union zu rächen. Minsk weist diese Anschuldigungen zurück. Die polnische Regierung rechnet nicht mit einem schnellen Ende des Flüchtlingsandrangs an der Grenze zu Belarus.